Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Quantum Break. Ja, wir befinden uns hier im Titelmenü, da werden wir uns in der nächsten Folge höchstwahrscheinlich auch wieder befinden. Aber wir sind jetzt nicht da, um weiter im Spiel fortzufahren, also sprich Akt 5, ne, wie man es sehen kann. Nein, ich hatte ja angesprochen, dass wir eine kleine, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Special-Folge machen. Denn mir ist aufgefallen, dass wir diese ganzen Sachen hier nicht untersucht haben. Und ja, wir haben hier einiges, was wir vielleicht mal in Augenschein nehmen sollten. Weil wir haben bisher nur die jeweils ersten Sachen, ne, durchgeführt. Und also was heißt durchgeführt, uns angesehen. Und ich denke mal, wir sollten uns einfach der Sache hingeben und hier uns durchakkadieren. Man kann ich trug Mark und Hatch auf, seine PR-Kampagne zu starten. Moment. Das war jetzt, genau, Gedanken über PR-Kampagne. Wir fahren jetzt mal fort mit Paul Serenes Tagebuch Nummer 2. Okay, endlich. Ein anomaliegeschützter Bereich. Das sollte klappen. Ich glaube nicht, dass es jemand hören wird. Aber ich muss es aufnehmen. Alleine, um bei Verstand zu bleiben. Es dauert nicht mehr lange, bis sie mich wiederfinden. Das Ende der Zeit ist da. Ich erlebe es, bin der lebende Beweis. Wie konnte es dazu kommen? Wo hat alles angefangen? Ich führte ein Experiment mit Jack Joyce durch. Ich hörte nicht zu. Ich war ein dummer Idiot. Wir verursachten einen Riss in der Zeit. Ich betrat die Maschine und reiste in die Zukunft. Aber da, wo ich landete, gab es keine Zukunft. Die Zeit hatte aufgehört. Für immer. Ich verbrachte Wochen versteckt vor diesen Dingen. Sie suchen ständig nach mir. Und ich bin nicht allein. Noch jemand ist hier, der mich jagt. Ich sehe ihren Schatten. Die Maschine ist kaputt. Ich kann sie nicht reparieren. Ich muss einen Weg zurückfinden. Bevor das alles passiert, einen Weg finden, um unsere Fehler zu verhindern. Das ist meine Schuld. Alles meine verdammte Schuld. Ich muss es korrigieren. Ich finde einen Weg. Aber es ist doch schon passiert. Interessant auf alle Fälle, dass er hier bereits auf Beth angespielt hatte, weil er ist in die Zukunft gereist und Beth ist ja auch in die Zukunft gereist und irgendwie dann auch wieder in die Vergangenheit. Ihr erinnert euch. Hatte sie jedenfalls geschildert, dass sie ja mit ihm schon gekämpft hatte. Aber als die das noch nicht mitbekommen hat, erst dann die Zeitreise gemacht hat, dann gekämpft hat und dann in die Vergangenheit und dann die, waren es 17 Jahre? 17 Jahre, ne? Genau, wir gehen mal ins Tagebuch Nummer 3 und horchen uns das dann mal an. Ich weiß, was Sie denken. Ich stelle mich gegen Monarch, gegen die Mission. Für ihn, für Jack. Das Gegenteil ist wahr. Jack wäre unser bester Mann, wenn ich ihn nur dazu bringen könnte, zu verstehen. Er braucht Zeit zu verstehen, um das Geschehene zu verarbeiten. Aber er wird verstehen. Er ist der einzige Mensch mit derselben Kraft, der Fähigkeit, alles so klar zu sehen, wie ich es jeden Tag, jeden Moment tue. Das, was kommt, die Ausweglosigkeit. Ich habe gerade gehört, dass auf Hatch geschossen wurde, als er seine Rede hielt. Schüsse gedacht für mich. Noch jemand arbeitet gegen mich. Jemand aus dem eigenen Lager. Die Krankheit wird schlimmer. Die Visionen werden häufiger. Es fällt mir immer schwerer, mich auf die Gegenwart zu konzentrieren. Dabei muss ich stark bleiben. Das Rettungsboot hängt davon ab. Ich hoffe inständig, dass Dr. Emerald bald eine dauerhaftere Lösung findet. Die Medikamente reichen nicht mehr lange. Okay. Was mir auch aufgefallen ist, unbekannt, ne? Die Zeit, wo das aufgenommen wurde, von dem Apparat hier ist unbekannt.
Schauen wir mal Nummer 4 an. Das ist jetzt die Reise in die Vergangenheit und wie es dazu kam. Da bin ich mal gespannt. Weil das ist ja schon passiert. Wie kommt das jetzt wieder zustande oder ist das effektiv gesehen noch davor? 5. September 1999. Schon wieder. Ich fand einen Rückweg vom Ende der Zeit durch eine zweite Maschine. Ich bin so weit zurückgereist, wie es ging. 28. Februar 99. Mit nur einem Ziel. Mein Wissen aus der Vergangenheit zu nutzen, um uns vor der mir bekannten Zukunft zu schützen. Ich habe eine Firma gegründet und in sichere Sachen investiert. Wir haben in wenigen Wochen Millionen gemacht. Und das war erst der Anfang. Ich kann mein Wissen nutzen, um Großes zu erreichen. Ich kann es für eine bessere Zukunft einsetzen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Es ist seltsam, alles ein zweites Mal zu erleben. Alles aus den Schatten heraus. Letztens sah ich einen Obdachlosen. Ich weiß, wie er stirbt. In ein paar Wochen. Ich kann ihm dieses Schicksal ersparen. Das wäre ein Anfang. Wenn ich das schaffen könnte, kann ich uns alle retten. Ich sehe immer noch Bilder davon. Werde verfolgt, jeden Tag. Die Zeit bleibt stehen. Milliarden Menschen festgefroren. Für die Ewigkeit. Nicht lebendig und nie tot. Sie folgte mir her. Wollte mich umbringen. Ich glaube, die Erinnerung peinigt auch sie. Hat er es denn jetzt geschafft? Hat er dem Obdachlosen das Leid erspart oder nicht? Das hätte ich jetzt erwartet, dass vielleicht zumindest das Statement kommt, er hat es geschafft oder er hat es nicht geschafft. Wisst ihr, was ich meine? Weil bei Beth hatte gesagt, sie hatte mehrfach versucht, zum Beispiel den Unfall von den Eltern von Jack und Will zu beeinflussen. Oder war es noch irgendwas anderes? Aber ihr wisst, was ich meine. Das war genau in diesem Moment. Und dort hat sie erkannt, genau zu diesem Zeitpunkt hat sie erkannt, wie ausweglos die Situation ist. Denn sie kann nichts ändern. Sie kann es nicht ungeschehen machen oder sonstiges. Denn egal, was sie getan hat, es ist passiert. Schauen wir mal. Nummer 5, wieder 2016. Er war es. Die ganze Zeit, dieser verdammte Martin Hatch. Er hat mich die ganze Zeit sabotiert. Er hat das Labor mit meinen Medikamenten zerstört. Ich spüre, wie die Krankheit sich rasend schnell ausbreitet. Ohne die Medikamente dauert es nicht mehr lange, bis... Er hatte seine Finger in jeder Phase von Monarchs Entwicklung und beaufsichtigte unsere Forschungsabteilung jahrelang. Warum? Warum jetzt? Um Macht kann es nicht gehen. Er will Monarch kontrollieren. Er nutzt das Unternehmen für seine eigenen Pläne. Steuert zu auf irgendwas. All die geheimen Projekte, die ich zuließ. Was hat er nur vor? Wir werden ihn finden. Und ich werde das ein für alle Mal beenden. Genau, was hat er vor? Das wissen wir bis heute immer noch nicht. was hat er getan? Also nicht getan, aber woher kommt er? Mit welcher Intention? Und warum ist er einfach, wann war das, 2001? Ich glaube ja, also er ist ja irgendwann aufgetaucht und es gibt keine Aufzeichnung über ihn davor. Und genauso ist es auch mit dem eigentlichen Firmengründer von Monarch, ne? Also sprich Paul Serene. Der ist einfach aufgetaucht, obwohl er ja schon da war, aber als jüngere Version, ne? Und keiner weiß, woher er kam. Schauen wir mal das 6., was wir noch freigeschaltet haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Krankheit überhand nimmt. Ich zögerte das Unausweichliche hinaus, nahm die letzte Dosis, um die nötige Klarheit für meine letzten Aktionen zu bekommen. Was ich hier erschuf, was ich hier getan habe, darf nicht umsonst gewesen sein. Das Rettungsboot funktioniert nicht ohne den CFR, die Gegenmaßnahme. Ich hatte eine Vision. Ich sah Jack am Swimmingpool. Er hatte das Gerät. Dort muss ich ihn aufhalten. Dort muss ich jetzt hin. Dort wird alles enden. Liam Burke hat den Auftrag, die CFR-Kammer zu bewachen. Ich weiß, er wird scheitern, aber wenigstens wird er Jack aufhalten, dafür sorgen, dass er Schmerzen leidet.
Jetzt muss ich den Job beenden. Wisse, dass alles, was ich tat, notwendig war, um unser Überleben zu garantieren. Jedes verlorene Leben war ein Opfer für unsere Zukunft. Mein Kampf geht heute zu Ende, aber Monarchs hat erst begonnen. Das Ende der Zeit kann nicht verhindert werden, aber wir sind gewappnet. Wir werden überleben. Wir werden überleben. Ja, und das wissen wir nicht, ob wir überleben werden. Wir schauen mal. Jack hat auch noch ein paar Tagebücher in petto. Und zwar nicht zu wenig. Ich glaube, Tagebuch 1 hatten wir schon. Projekt Promenade, Wissenschaftler. Ihr Bruder wurde als Chefberater von Project Promenade eingestellt. William hatte Bedenken, was dieses Projekt angeht. Warum glauben Sie, hat er diese Stelle angenommen? Er wusste, dass er dem Ganzen von innen heraus ein Ende setzen musste. Ich habe eine bessere Frage. Warum drängte Monarch darauf, Will einzustellen, wenn sie wussten, dass er eine Bedrohung war? Sie wollten ihn haben. Warum? Das ist einfach nicht wahr. Monarch hat viel in das Experiment an der Universität investiert. Es ergab Sinn, unseren eigenen Kronon-Wissenschaftler Dr. Kim als Chefentwickler für dieses Projekt anzubieten. Kims Tod war für uns alle eine Tragödie. Aber als er... Spielen Sie keine Spielchen. Wie bitte? Sie vergessen, ich weiß Dinge, die ich damals nicht wusste. Ich weiß, was Dr. Kim wirklich passierte. Was bitte wollen Sie damit andeuten? Sie wollen, dass ich die Wahrheit sage? Dann fangen Sie damit an. Uiuiuiuiuiui. Aber was weiß er denn noch zusätzlich? Ich meine, was mit Dr. Kim passiert ist, das wissen wir. Aber warum? Sie haben Amy Ferrero bei der Ground Zero-Operation gerettet. Wir wissen, dass sie geheime Monarch-Dokumente heruntergeladen hat. Mit Informationen zu unseren Plänen, dem CFR, dem Rettungsboot-Protokoll. Wir glauben, dass Sie in Besitz dieser gestohlenen Dateien sind. Monarch legte mich rein. Sie brachten die Stadt dazu, mich einen Terroristen zu nennen, um Spuren zu verwischen. Ich dachte, die Welt wüsste gern die Wahrheit. Sie haben diese Dokumente nie veröffentlicht. Nun, das hängt ganz vom Ausgang unserer Unterhaltung hier ab. Ärgern Sie mich nicht. Jack. Sie haben gesagt, dass Sie vorher schon in Williams Labor waren. Was hat Sie dorthin gebracht? Er verkaufte unser Haus, um die Gegenmaßnahme fertigzustellen. Hat's mir nie erzählt. Als ich es herausfand, war ich wütend. Ich hatte fast 3 Jahre nicht mit ihm gesprochen. Er ging nicht mehr ans Telefon. Ich dachte, er nimmt vielleicht Drogen. Oder spielt, irgend sowas. Haben Sie die Wahrheit erfahren? Ich gab ihm keine Chance. Ich fand ihn vor diesem Labor und hab ihn direkt gestellt. Warf ihm alles vor, was zwischen uns schief lief. Ich sah in seinen Augen, dass er reden wollte. Ich ließ ihn nicht. Der letzte Strohhalm, wissen Sie? Wenn ich das etwas besser gehandhabt hätte. Kommen wir zur nächsten Frage. Okay. Sie haben sich auf der Party ergeben. Ihre Anwesenheit hat Serene sehr beschäftigt. Er wollte sie unbedingt in der Zelle besuchen. Was glauben Sie, warum? Er wollte, dass ich verstehe. Seine Beweggründe, was er erreichen wollte. Er wollte, dass sie für ihn arbeiten. Das hätte er sich vor dem Mord an Will überlegen sollen. Oh ja, und das war sehr, sehr, sehr fies. Die Frage ist bloß, es wäre doch sowieso passiert. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn das ganze Konzept darauf beruht, dass man eh nichts dran ändern kann und wir letztendlich nur das spielen und erleben, wie es dazu führt und wir, egal was wir tun, es dazu führt, ne? Dann ist der Tod ja von Will auch, ne? Es ist alles so verwirrend, alles so verwirrend. Das hatten wir jetzt schon, ne? Nein. Nein, das ist jetzt dran, okay. Während der Entführung von Dr. Emerald hat sich ihr Verhalten geändert. Sie waren nicht mehr so hitzköpfig, sondern berechnender. Warum? Es gab Hoffnung. Die zweite Zeitmaschine? Sie dachten wirklich, sie könnten zurückgehen und den Riss von vornherein verhindern? Alles aufhalten? Es gab eine Chance, das war genug. Und doch hat alles auf etwas anderes hingewiesen. Ihr eigener Bruder hat gesagt, die Zeit ist wie ein unveränderlicher, geschlossener Kreis. Keine Änderung in der Vergangenheit kann ändern, was bereits geschehen ist. Und jeder Versuch, ein Ereignis zu ändern, würde nur dazu führen, dass dieses Ereignis dennoch genauso stattfindet. Vielleicht mussten Sie das erst noch lernen. Mein Bruder starb bei dem Versuch, die Welt zu retten. Wissen Sie, was er zuletzt gesagt hat?
Ich werde niemals aufgeben. Lektion gelernt. Sprechen wir über Sirens Krankheit. Wissen Sie, wie es angefangen hat? Ground Zero. Monarch hat eine Methode zur Behandlung seiner Symptome entwickelt. Aus unseren Berichten geht hervor, dass sie diese Medikamente zerstört und ihm so keine Chance auf Heilung gelassen haben. Das steht in den Berichten, ja. Aber ich habe das Labor nie betreten. Das können Sie aber nicht beweisen. Ist schon interessant. Dr. Emeril arbeitete an einer dauerhaften Heilung für Pauls Krankheit. Aber sie musste aufhören, bevor sie damit fertig war. Scheint fast so, als ob jemand nicht wollte, dass er gesund wird. Sie interessieren sich also für dieses Heilmittel. Ich frage mich, ob Sie vielleicht noch jemanden mit ähnlichen Symptomen kennen. Ich frage mich sogar, ob das der wahre Grund ist, warum Sie hier sind. Vielleicht schmeckt mir auch einfach der Kaffee so gut. Die Frage ist schon sehr interessant, finde ich. Es ist die Dame, von der wir immer die Berichte gelesen haben, an Paul Serene, also die zum Schluss auch Serene gewarnt hatte, ich glaube ja. Die aufgeworfene Frage ist meines Erachtens sehr wichtig, aber nicht in Bezug darauf, ob Jack jemanden kennt, sondern ob es eben halt noch jemanden gibt, der shiften kann. Aber wer hätte... mal gucken. Wir haben Beth. Das erste Beth hatten wir schon, ne? Genau. Dann nehmen wir das zweite Beth. 9. Oktober. Liam Burke hat die Rettungsaktion versaut. Ich habe ihn auf die Spur des Rettungsboots angesetzt, um etwas Zeit zu gewinnen und von mir abzulenken. Jack ist weg. Verschwunden, während ich eine scheiß Knarre an meinem Kopf hatte. Ich wollte ihn kontaktieren, aber er dreht gerade durch. Alles verdammte Amateure. Das war so nicht geplant. Sie hat mir nie gesagt, dass der Riss in der Universität beginnen würde. Ich hätte es verhindern, alles vermeiden können. Warum hat sie nichts gesagt? Sie wusste, dass es passieren würde. Warum hat sie nichts gesagt? Mit sie ist sie selbst gemeint, ne? Die Zukunfts-Beth. 9. Oktober, 7 Uhr abends. Wir haben sie. Die zweite Zeitmaschine. Das ist der endgültige Beweis. Alles, was in dem Notizbuch geschrieben stand, ist wahr geworden. Ich habe endlich das letzte Puzzleteil gefunden. Die Gegenmaßnahme, die William gebaut hat, um den Riss in der Zeit aufzuhalten, ist 2010 verschwunden. Keiner hat sie seither gesehen. Was das bedeutet, ist wohl klar. Wir sind es, die sie genommen haben. Es ist nur noch nicht passiert. Wir gehen in die Vergangenheit, holen die Gegenmaßnahme, kommen zurück und können das alles hier und jetzt aufhalten. Das ist unsere Mission. Auch wenn Jack es noch nicht weiß. Er glaubt, dass wir zurückgehen und alles einfach ungeschehen machen können. Er war richtig begeistert, als er die Maschine gesehen hat, als ob Zeitreise einfach eine Art magischer Radierer wäre. Es wird ihn sicherlich mitnehmen, wenn er die Wahrheit erfährt. Vielleicht sogar mehr als mich. Armer Kerl. Der Typ ist so ein Sturkopf. Habe ich schon seinen genialen Plan erwähnt, um Dr. Emeril zu entführen? Nun, jetzt ist er in Handschellen und wartet darauf, dass ich ihn aus einem Hochsicherheitsgebäude von Monarch raushole. Er hat Mut. Das muss man ihm lassen. Vielleicht warte ich noch ein bisschen. Soll er ruhig schwitzen. Na, 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 Beth. Aber... interessante Gedanken, die sie an den Hitzköpfigen verschwendet hat. Es gab ja so eine Szene, ich glaube, ich habe sie als Thumbnail sogar benutzt, es gab ja eine Szene, wo man der Meinung war, obwohl die sich offiziell nur, ich sag mal, 24 Stunden kannten, war da doch ein bisschen mehr zu erkennen, glaube ich zumindest. Wir haben Dr. Emeril. Wenn sie die Maschine reparieren kann, dann ist es soweit. Ich habe gemischte Gefühle. Das Notizbuch gab mir ein Gefühl der Unverwundbarkeit. Ich wusste immer, was kommen würde. Wenn ich jetzt die Maschine betrete, gebe ich jede Gewissheit meines weiteren Lebens auf. Ich habe es Jack nicht gesagt, aber ich habe Sachen in diesem Schwimmbad gefunden. Verstreute Papiere und allerlei Notizen mit meiner Handschrift. Mein Weg wird von diesem Punkt an, und so viel ist sicher, nicht leichter werden.
Aber solange wir Erfolg haben, ist es das wert. Es darf nicht umsonst gewesen sein. Wir werden Erfolg haben. Wir müssen einfach. Das ist unser Schicksal. Unser Schicksal. Was mir in dem Zuge aufgefallen ist oder in den Kopf gekommen ist, wann wurde denn das Tagebuch geschrieben? In welcher Situation wurde das Tagebuch geschrieben, was Beth in der Vergangenheit sich selbst gibt? Wisst ihr, was ich meine? Sie hat ja jetzt das Tagebuch immer noch, was sie von ihrem Zukunfts-Ich bekommen hat. Und mit dem Tagebuch geht sie vermutlich auch in die Vergangenheit jetzt. Also fälschlicherweise, eigentlich soll es ja woanders hin, aber ne, gucken wir mal. 28. Februar 1999. Es ist 9 Uhr abends. Er ist weg. Serene ist weg. Als Emeril mich durch die Maschine geschickt hat, dachte ich, ich würde auf der anderen Seite die Lösung finden. Das Gegenteil war der Fall. Das Ende der Zeit. Ich hab's gesehen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Seit ich 8 Jahre alt war, hatte alles, was passierte, einen Grund. Nichts konnte geändert werden. Alles war vorgegeben. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Wenn das, was ich gesehen habe, stimmt, dann wird alles, was wir tun, um es aufzuhalten, fehlschlagen. Und wenn das stimmt, was machen wir dann hier? Und wozu? Ich kann nicht aufgeben. Ich werde den Kreis schließen. Eine Lösung finden. Es gibt noch Hoffnung. Ich muss einfach daran glauben. Aber man merkt schon, da tritt ein bisschen Resignation schon durch, ne? Und wahrscheinlich wird es jetzt in den nächsten 11 Jahren nicht besser. 4. Juli 2010. Ich habe versucht, es zu verdrängen. Was ich gesehen habe. Das Unvermeidliche. Das Ende der Zeit. Ich wollte glauben, dass Jack recht hatte. Dass es nie dazu kommen würde. Nicht mehr. Ich habe eine Lösung gesucht. Ein Ausweg. Irgendwas. Jacks Eltern sind bei einem Unfall gestorben. 1999. Ich dachte, dass ich das vielleicht irgendwie verhindern könnte. Wenn das möglich wäre, dann. Ich habe versagt. Jedes verdammte Mal. Jedes verdammte Mal, wenn ich was aufhalten wollte. Es ist unser Schicksal. Das Gute und das Böse sind untrennbar mit diesem Pfad verbunden, der nicht geändert werden kann. Von dem wir nicht abweichen können. Es spielt keine Rolle, ob wir Erfolg haben. Oder versagen. Es wird eintreten. Ich sehe es jede Nacht in meinen Träumen. Es bringt mich um meinen Verstand. Das Ende der Zeit naht. Und um nicht komplett wahnsinnig zu werden, muss ich mich auf die Gegenwart konzentrieren. Das Greifbare. Das hier und jetzt. Aber heute. Heute ist es anders. Mein ganzes Leben lang hatte ich eine Mission. Ich werde es zu Ende bringen. Auch wenn es keine Hoffnung gibt. Auch wenn wir versagen. Das ist, was ich machen muss. Und ich weiß, was jetzt kommen wird. Dies wird mein letzter Eintrag sein.
Sie weiß, was kommen wird. Sie weiß, dass sie sterben wird. Woher weiß sie das? Und nochmal die Frage, wie ist das Tagebuch zustande gekommen? Okay, wir haben jetzt noch drei Sachen von Will. Ich glaube, die machen wir noch in der Folge hier. Die erste hatten wir schon gemacht. Wir schauen uns die zweite an. 4. Juli 2010. Beth Wilder, dieses Video ist für dich. Du hast gesagt, ich solle der Werkstatt fernbleiben, aber ich konnte sie nicht dort lassen. Ich bin zurück, sie zu holen. Aber der ganze Ort war ein Katastrophengebiet. Die Gegenmaßnahme. Einfach weg. Scheiße. Der Safe. Leer. Ich muss wissen, dass du sie hast. Denn wenn sie in die falschen Hände fällt, ist ihre Macht unermesslich. Unsere Zukunft. Unser aller Leben hängen von ihr ab. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Du weißt, wo ich bin. Bitte, beeil dich. Uiuiui, das war Ground Zero. Das war Ground Zero. Da haben wir das rausgenommen. Nachträglich. Also vorträglich und für ihn nachträglich. Okay. Der 28. Februar 1999, William Joyce. Okay. Nach Monaten mühseliger Arbeit ist meine Maschine endlich bereit für Versuche mit Menschen. Bereit, wie ich finde, da bereit ein relativer Begriff ist, wenn man es mit der Deformation des Krononfelds und dem Nachbau der Massendichte eines schwarzen Lochs... Naja, okay. Das heißt, zusammengefasst, ich habe eine Zeitmaschine und sie funktioniert. Ich werde es beweisen. Oder sterben. Okay. Ich muss nur noch einige letzte Vorbereitungen treffen. Wenn ich die Maschine betrete, dann werde ich im Uhrzeigersinn durch den Korridor reisen. Okay. Der Kern ist aktiv. Die Chrononniveaus sind stabil. Ich werde im Uhrzeigersinn durch den Korridor reisen und an derselben Stelle in der Zukunft wieder herauskommen. Oh. Diese Uhr ist mit meiner synchronisiert. Also, wenn ich die Maschine dann verlasse, sollte es einen beträchtlichen Zeitunterschied zwischen meiner Uhr und der Uhr in diesem Raum geben. Der Korridor ist arretiert. Okay. Zielzeit steht auf 5 Minuten in der Zukunft für den ersten Test. Zugegeben, in die Vergangenheit zu reisen wäre weitaus eindrucksvoller. Aber ich kann nur so weit in die Vergangenheit reisen, wie der Zeitpunkt, an dem der Kern der Maschine zum ersten Mal aktiviert wurde. Also, jetzt. Okay. Die Maschine ist bereit. Monitor ist stabil. Was ich jetzt tun werde, ändert die gesamte Struktur der Korridor. Ich weiß nicht mehr. Welche Aktion und welcher Zeitpunkt das war, das wissen wir auch. Das war, als dann Serene und Beth aus der Zeitmaschine gesprungen kamen. Wahrscheinlich aus der Zukunft, wo die Zeit geendet war und sie ihn gejagt hatte. Und dabei hat er ja auch Will getroffen, ne? Und dann ist er abgehauen. Es ist der 2. April 1999. Ungefähr einen Monat nach dem Zwischenfall. Nachdem der Mann aus der Zukunft auf mich geschossen hat. Nach Wilder. Ich habe die Maschine weggebracht. Versteckt. Ich wünschte, ich könnte sie zerstören, aber... ich wollte nur so wenig erfahren wie möglich. Je mehr du weißt, was passiert, umso schlimmer wird es sein. Wir sind nur Marionetten. Ich kann das aushalten, solange ich den Unterschied nicht erkennen kann. Ich denke, sie hat es verstanden. Es macht doch keinen Unterschied. Sie hat mir gesagt, dass der Riss kommen wird. Wegen dem, was ich tat.
Ich muss das in Ordnung bringen. Ich muss. Ich weiß noch nicht wie. Ich muss eine Art Gegenmaßnahme bauen. Ich kenne die Theorien des Zusammenbruchs des Felds, aber es stoppen oder gar rückgängig machen. Das benötigt Jahre der Forschung. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Wie ich das bezahlen soll. Keine Ahnung. Wilder ist aus der Zukunft. Und sie kam zu mir. Ich muss davon ausgehen, dass ich Erfolg hatte. Oder? Warum wäre sie sonst hier? Warum sie hier wäre? Hoffnung. Aber er hat sie nur gebaut aufgrund des Inputs aus der Zukunft. Was ist nun, wenn der Input aus der Zukunft fehlt? Dann passiert's ja nie. Gut, und Upgrades können wir dann irgendwann auch machen. Wir können hier mal Kosten 4 und Kosten 4 der Zeitstopper. Ach, wisst ihr was? Komm. Kann ich doch kaufen, ne? Na klar. So sieht's aus an der Stelle. Wir können mal hier durchwandern. Wir sind eigentlich recht gut unterwegs, finde ich. Also, wir haben 81% Spielfortschritt, haben relativ immer so 80% die Sachen hier durchakkadiert. Also, das finde ich gut, finde ich wirklich gut. Und in der nächsten Folge geht's dann hier los mit dem Kapitel 5, Monarch HQ. Den kann ich nicht leiden. Wer auch immer du bist. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Euer Firefox.